Thank you, Kyle. Good morning. So let me share my screen first. So I'll just share my desktop here. Okay. Okay. So do you see my screen? Yes, we see. Yeah. Okay. So there were a lot of questions from participants. Some of you already have Synergy homeopathic software. Some of you want to know about VitalQuest. Some of you had questions about the updates that's going to come up. What I will do in next 30 minutes is show you the version of SHS, which is an updated version, which is going to be updated to users in next few weeks, very, very closely. So that will answer a lot of your questions if you have. I will also show you how it works and how it is designed and how VitalQuest is integrated into it. And then I'm open if you have any questions. Your questions are most welcome so that I would answer them. So the difference. So first of all, let's talk about some basic principles on which we have constructed the software. First, we designed VitalQuest, which was a very specific module. And when we talk about SHS, Synergy Homeopathic Software, we have kept in our mind that individualization is our core concept of homeopathy. So each patient who comes to us is different. And so is the approach to each. There would be a case which needs approach based on Materia Medica, or a case which would need approach based on sensation. Or sometimes we would do a synergy of different approaches together. Like how Dr. Rajan must be talking about eight-box method or the synergy method, and he would very flexibly use the repertory and the Materia Medica search and the sensations, everything together. And if we see, every school is different. Their approach is different. And of course, it also depends on the physician. Each one of us are at a different levels in homeopathy. As someone who is a student would want to learn a lot. They would know less remedies. They would want to learn case taking. They would want to learn analysis. Whereas the practitioner would primarily want to use it in his office. And the teacher for the purpose of research and for communicating their ideas. So when we design. Wenn wir dieses Software kreiert haben, da hatten wir das Konzept im Geist, die Flexibilität, die Akkuratheit und die Fähigkeit, beide Aspekte zusammenzubringen. Also, lasst uns darüber reden. Das ist unsere neue, abgedatete Version von SHS. Ihr werdet sehen, dass wir manche von euch, die frühere Version von SHS haben, sie werden sehen, dass sie nicht sehr unterschiedlich, nicht sehr anders aussieht. Die Farbe ist etwas anders, die Funktionen sind anders. Und wenn wir über das Repertorium reden, das ist der erste Ansatz, den wir benutzen. In unserer Praxis, in unserer Klinik. Mechanische Repertorisation hat meistens nur sehr wenig Wert für die Verschreibung. Wir müssen die richtigen Rubriken wählen, die auf den Patienten passen. Selbst und auch welches Repertorium wir benutzen. Hier ist eine Liste von Repertorien, die wir auswählen können. Und ihr könnt sehen, dass jeder
je nachdem, welche Fälle wir haben. Dementsprechend müssen wir wissen, welches Repertorium wir wählen und auch welche Rubriken darin für den Patienten passend sind. Manchmal benutzen wir ein größeres Repertorium, das eine Kombination hat, wie zum Beispiel das Reliable Repertory oder das Complete. Manchmal benutzen wir sehr spezifische Repertorien wie Bönninghausen, Börike oder das Akut-Repertorium. Auch in einiger Zeit wird es ein Empfindungsrepertorium geben. Es kommt darauf an. Wenn wir uns mal für das richtige Repertorium entschieden haben, dann kommt es die Option, die richtige Rubrik zu finden. Wenn ihr Praktizierende seid und ihr kennt Rubriken sehr, sehr gut, dann ist es einfach, welche auszuwählen, die richtige zu wählen. Aber wenn ihr gerade erst anfangt zu lernen, dann wisst ihr, es gibt unterschiedliche Methoden, die euch helfen, die richtige Rubrik auszuwählen. Zuerst einmal, hier ist die Navigation. Wenn ich weiß, ich schaue nach Furcht vor der Dunkelheit, dann habe ich hier eine Navigation, wo ich einfach Furcht eingeben kann. Und es springt zu Furcht als Hauptrubrik. Ich kann dann in die nächste Ebene wechseln und gehe hier zu Dunkelheit. Wenn ich auf DU Dunkel klicke, dann springt es direkt zu dieser Rubrik. Ich kann diese Rubrik nehmen und sie auf eines der Notizblätter ziehen, der Clipboards. Die Navigation, die wir hier benutzen, wir benutzen den rechten und linken Pfeil, um hin und her zu springen zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Das ist mit dem linken und mit dem rechten Pfeiltaste. Aber es gibt eine weitere Option. Wenn ich wissen möchte, welche sind die unterschiedlichen Rubriken, die in Frage kommen, da gibt es sehr viele Vorschläge. Das sind die Querverweise, die wiederum helfen, eine bestimmte passende Rubrik zu finden. Was ich also weiß, ist, ich kann diese Querverweise hier unter View, unter Ansicht, aktivieren oder deaktivieren. Ein weiterer Weg, etwas zu suchen, wenn ich nicht sehr vertraut bin mit dem Repertorium und mit den Rubriken. Wie suche ich sie also? Ich kann in die Suche gehen, die globale Suche. Ich gehe also hier hin und gebe einfach Furcht und Dunkelheit ein und suche dann. Was macht es jetzt? Es sucht in allen Repertorien und gibt mir eine Liste von Rubriken. Und ich weiß also, das hier ist zum Beispiel die Rubrik, nach der ich gesucht habe und welchen ich das vergleichen möchte. Dann kann ich hier einfach ein weiteres Repertorium öffnen. Und ich kann die Rubrik hier auswählen und meinem Clipboard hinzufügen. Lass uns zurück zum Repertorium gehen. Es gibt hier einen ganzen Haufen weitere Funktionen für uns. Mit dem Rechtsklick, Sekundärklick, da bekomme ich weitere Optionen. Ich kann die Informationen zu dieser Rubrik sehen oder die Materia Medica dazu durchsuchen. Und wenn ich das auf dem Arzneimittel mache, einen Rechtsklick, einen rechten Mausklick, dann kann ich dieses Mittel in den Büchern studieren. Ich kann die Substanzinformation einsehen. Ich kann dieses Mittel im Internet suchen. Ich kann das Mittel in der Familie sehen. Unterschiedliche Merkmale hier helfen, das Arzneimittel besser kennenzulernen. Ihr werdet überrascht sein. Was ist das hier, dieser Reference-String? Es ist nur bei manchen Arzneimitteln. Bei manchen Arzneimitteln gibt es den nicht. Aber wenn ich das mache hier, da ist die Referenzverbindung anschauen, dann bekomme ich den exakten Satz aus der Materia Medica für Antimonium Crudum zum Beispiel. Und für
diese Rubrik, warum dieses Mittel in abrupt oder unvermittelt eingearbeitet wurde. Was machen wir hier? Es lässt die Rubrik und das Arzneimittel mehr verlässlich sein. Es ist nur im Reliable Repertory zu finden, diese Art von Verbindung. Seht mal, die Einträge im Repertorium sind unglaublich groß geworden, unglaublich viele. Früher war die Rubrik abrupt nur sehr klein, hatte nur wenig Mittel. Und jetzt sind da 80 Mittel zu finden. So viele Mittel sind eingetragen worden. Wie kann ich also bestätigen, dass das Mittel darin wirklich authentisch ist? Wir müssen also wissen, warum dieses Mittel verlässlich sein sollte. Und deswegen haben sich manche Homöopathen zusammengesetzt und haben den exakten Satz gesucht, warum dieses Mittel eingetragen wurde, wo dieses Mittel zu finden war. Sehr viele Eigenschaften und Besonderheiten hier, um ein Mittel zu studieren. Und es wird noch weitere dieser Features geben, wenn ihr zum Beispiel kein Mittel sehen wollt oder wenn ihr nur Mittel mit einem bestimmten Grad sehen wollt, keine Unterrubriken, die Autoren der Mittel, die Querverweise. Viele Optionen sind hier. Oder ich möchte einen Filter anwenden. Ich möchte zum Beispiel dieses Kapitel aus dem Repertorium nur mit den Arzneimitteln eines spezifischen Autors sehen. Dann kann man aus der Liste der Autoren hier einen auswählen. Oder ich möchte nur Arzneimittel sehen von einem Naturreich, von einem bestimmten Naturreich. Und dann kann ich hier sagen, zeig mir die Mittel von Pflanzenmitteln, von anderen Gruppen, von mineralischen Mitteln, von den Imponderabilien. Man kann unterschiedliche Filter setzen. Oder man möchte sehen, dass man nur Rubriken zu sehen bekommt von diesem oder jenem Arzneimittel. Dann kann man diese Filter anwenden und sieht das Resultat. Das ist zum Studieren. Und vielleicht manchmal, ich denke zum Beispiel an Belladonna für einen bestimmten Fall und ich möchte die Rubriken von Belladonna sehen in der Gemütskapitel. Auf die Weise sehe ich dann mehr. So kann ich lernen. Ich kann auch die Geschichte der Rubriken sehen, eine Historie, wo ich vorher war. Wir können ein paar der Rubriken zur Repertorisation wählen. Das ist zum Beispiel die erste, die zweite, die dritte. Das sind die unterschiedlichen Rubriken. Und wenn ich jetzt mein Clipboard anschaue, dann habe ich hier die Liste der Rubriken und den Arzneimittelgrafen. Ich kann also auch hier etwas verändern. Ich kann das zum Beispiel nach links und nach rechts ziehen, die eine Seite ausblenden, die andere Seite einblenden. Ich will das hier nicht sehen. Man kann das einstellen. Man kann da ein bisschen rumspielen mit der Ansicht. Wenn man die Arzneimittel hier sehen möchte, kann man das hier machen. Man kann Rubriken kombinieren. Man kann Rubriken eliminieren. Das sind die erweiterten Funktionen, die helfen zu eliminieren oder weitere Anpassungen zu machen. Das sind Funktionen, die helfen, nur mineralische, pflanzliche oder animalische Mittel zu sehen. Oder ich möchte zum Beispiel nur Pflanzen oder nur Minerale sehen. Wenn ich sehr spezifisch, zum Beispiel, ich möchte nur Mollusken sehen in meiner Repertorisation, dann kann ich hier einfach hinklicken, den Filter anwenden und sehen, ob ein paar Mollusken in Arzneimittelgraf auftauchen, in der Repertorisation sind. Es gibt unterschiedliche Graphen, einen Kästchengraphen, einen nummerierten Graph. Man kann außerdem drucken oder das Ganze herunterladen. Das sind unterschiedliche Funktionen. Ein weiteres Feature ist, ich kann unterschiedliche Kapitel gleichzeitig öffnen. Zum Beispiel, wenn man dieses Kapitel
und ein weiteres Kapitel öffnen möchte. Ich kann viele Kapitel des Repertoriums nebeneinander stellen. Ich kann auch gleichzeitig das Clipboard nach vorne stellen. Ich kann alles nebeneinander stellen. Wenn ihr einen größeren Bildschirm habt, dann geht das noch besser. Dann könnt ihr das in Position schieben und nebeneinander haben und simultan arbeiten. Ihr könnt multiple Clipboards offen haben. Ich kann hier 20 verschiedene Clipboards aufmachen, wenn ich wollte. Und immer wieder mit dem rechten Mausklick und dann zum Beispiel das Öffnen eines neuen Fensters. Weiterhin kann man auch die Clipboards kombinieren. Ich kann eine Rubrik wieder löschen, viele Clipboards wieder löschen. All das hilft. Dann gibt es unterschiedliche Strategien. Für die etwas erfahrenen Homöopathen kann man diese Strategien benutzen, zum Beispiel, dass man sich nur die meisten Rubriken, die kleinen Rubriken nach vorne holt, dass die Analyse nur kleine Arzneimittel zeigt. Oder man kann seine eigene Strategie zusammenstellen. In Zukunft wird es sehr viele selbst wählbare Strategien geben und man kann sich selber welche zusammenstellen. Ich kann genauso auch eine höhere Wertigkeit den Rubriken verleihen, zum Beispiel hier die Wertigkeit erhöhen. Das sind die unterschiedlichen Merkmale für die erfahreneren Homöopathen. Wenn ihr etwas mehr studieren wollt, dann haben wir da auch. Wir haben erweiterte Suchfunktionen. Wie hilft das? Zum Beispiel, wenn wir Familien suchen, eine spezifische Familie. Ich möchte zum Beispiel Anacardiaceae sehen. Dann kann ich hier die Anacardiaceae suchen, in unterschiedlichen Kapiteln, aus den Rubriken. Und dann klicke ich hier auf Suche und es sucht alle Repertorien durch und gibt mir die Anacardiaceae Familienresultate. Genauso kann ich auch Arzneimittel suchen. Kann also Familien oder Mittel, jede Art von Mitteln, so viele Mittel, wie ich möchte. Oder ich kann auch Mittel vergleichen. Ich kann unterschiedliche Mittel wählen und zum Beispiel Cina und Camomilla vergleichen. Ich kann sagen, suche Rubriken, in denen Cina und Camomilla sind, aber keine anderen Mittel zum Beispiel in dieser Rubrik sind. Dr. Rajan benutzt das sehr oft und hat das auch benutzt, um die Empfindung der Pflanzenfamilien zu bestimmen. Das war vor 20 Jahren, als er das bearbeitet hat. Zum Studieren, zum Lernen. Man kann auch sagen, schau mir, zeige mir Abel Moschus in unterschiedlichen Kapiteln des Repertoriums. Ich kann dann zum Beispiel sehen, wie Abel Moschus im Gemüt, im Kopf, in verschiedenen Kapiteln auftaucht. Das sind unterschiedliche Merkmale, unterschiedliche Features, Funktionen. Und jetzt lass uns mal über die Materia Medica sprechen. Das war der Repertoriumsteil. Ihr könnt unterschiedliche Mittel studieren. Die Liste aller Arzneimittel ist hier zu finden. Und in der abgedateten Version, der aktualisierten Version, die kommt in den nächsten paar Wochen, da haben wir weitere 4700 Mittel eingeführt. Ihr seht eine riesige Liste von Arzneimitteln, aber es gibt viel mehr kürzlich gefundene, kürzlich geprüfte Mittel. Und die wurden alle eingefügt. Alle diese Mittel werden verfügbar sein hier drin. Die Liste dieser Arzneimittel findet sich hier. Man kann die Arzneimittel einfach hindurchlesen, wie in einem Buch. Und unterschiedliche Bücher sind dann zu sehen, je nach Bibliothek. Oder ihr öffnet eine Liste aus den Büchern heraus. Oder es gibt verschiedene Kategorien von Büchern.
Man möchte zum Beispiel nur in Fällen lesen oder nur chemische Bücher oder nur Materia Medica oder nur Philosophie. Oder ich kann eine eigene Gruppe kreieren, weil ich verschiedene Lieblingsbücher habe und diese 1, 2, 3, 5, 10 Bücher sind vielleicht meine spezifischen Bücher. Dann kann man eine Bücherliste erstellen und man kann dann in den Büchern suchen. Man kann Lesezeichen setzen, man kann es übersetzen, man kann sie vergleichen oder man kann einfach hier hingehen. Ihr könnt hier auch eine Übersetzung in unterschiedliche Sprachen bekommen und das eine lange Liste der unterschiedlichen Sprachen. Diese Funktionen, wenn ich zum Beispiel etwas suchen möchte, es ist schwierig, alles durchzulesen. Also was wir benutzen, ist diese Suchfunktion. Wir sagen zum Beispiel Furcht in 4 Worten mit Dunkelheit. Und dann klicke ich auf Suche. Und was macht das dann? Es sucht im Repertorium in der Materia Medica und zeigt die Resultate des Repertoriums und auch die Resultate aus der Bibliothek. Ich kann also sehen, ich habe 269 Mittel gefunden mit so vielen Referenzen dazu. In tausenden von Büchern sucht es also. Und man kann dann einzelne Referenzen anklicken und lesen, was da genau steht. Mit einem rechten Mausklick kann man Teile davon sehen oder man kann mit Doppelklick direkt in das Buch springen und nochmal im Zusammenhang lesen. Man kann auch hier die verschiedenen Filter anwenden. Zum Beispiel, ich möchte eine globale Suche machen. Ich möchte aber das Resultat nur in einem bestimmten Repertorium sehen oder nur in einem bestimmten Autoren oder nur bestimmte Mittel sehen. Auch in der Referenzbibliothek kann ich bestimmte Bücher auswählen, bestimmte Mittel, verschiedene Filter. Oder andere Parameter. Ich denke, ihr habt Rajan gesehen, wie er verschiedene Parameter angewendet hat, wie zum Beispiel nebeneinander oder innerhalb von 3 Worten vor 4 Worten, innerhalb des selben Satzes, innerhalb desselben Kapitels oder desselben Mittels, wie er sucht. Wenn die Suchresultate einmal da sind, kann man diese Suche auch einfach auf ein Clipboard übertragen. Ich habe hier 4 Rubriken. Und was ich jetzt machen kann, ich kann diese Suche mit einem Klick hier drauf, seht ihr, jetzt sind hier 5 und es zeigt mir, dass meine Referenzbibliothekssuche, die Furcht vor Dunkelheit, hier zugefügt wurde. Ihr könnt also das Repertorium nutzen, ihr könnt die Materia Medica nutzen und beide Resultate zusammenführen. Ihr könnt ja auch so zusammen studieren. Da geht es um die Suche. Jetzt lasst uns darüber sprechen, wie man die Empfindung in das Ganze einfügt. Das ist der Ansatz von Vital Quest. Da ist der Vital Quest die Notizen- und der Textansatz. Wie kann man die Empfindung zusammen mit den Rubriken und der Materia Medica einbringen? Da gibt es 2 Wege, das zu tun. Einmal kann ich ins Empfindungsrepertorium gehen. Also das ist das Empfindungsrepertorium. Und das kann man benutzen. Das ist eine Liste der Empfindungen und die Klassifikationen, die da drin zu finden sind. Ich kann diese also als Rubriken ins Clipboard aufnehmen und als Synergy benutzen aus einer Empfindung und Rubriken aus der Materia Medica. Oder ich kann in den Textansatz gehen und etwas eingeben. Die Beschreibung des Falles oder die Begriffe des Falles. Jemand sagt zum Beispiel, ich habe diese Steife im Nacken und kann mich nicht bewegen. Wenn man das eingibt, dann wird die Software die Empfindungsworte herausnehmen und die Liste davon hier drüben zeigen. Jetzt kann man sie auswählen. Und entweder kann man diese Worte direkt exportieren als Analyse ins Clipboard oder man sieht nur die Empfindungsanalyse. Dieses Feature
wird immer weiter erweitert. Aber ich zeige euch jetzt mal, was hier gezeigt wird, nämlich die möglichen Naturreiche, ob das zum Beispiel Pflanze oder andere sind. Und wenn man da draufklickt, zeigt man, welche Familie am höchsten gewertet vorkommt. Es zeigt die unterschiedlichen Familien, die in Frage kommen. Wenn man darauf klickt, wird es auch sagen, welche Worte der Patient genutzt hat und zu dieser Familie gehören. Der Patient hat steif benutzt. Was bedeutet Steifheit in den Koniferen? Dann ist hier die Beschreibung zu finden. Steifheit, Steife, heißt hier fragil, gebrochen, leere. Das ist exakt, wie der Textansatz hier arbeitet. Man kann auch diese Suche dann ins Clipboard überführen und es als eine Synergie der Analyse benutzen. Ein weiteres Merkmal ist die Information selber. Die Empfindungsinformation von unterschiedlichen Naturreichen, von unterschiedlichen Tieren, Pflanzenfamilien, Mineralien. Wenn ich zum Beispiel über Tiere spreche, dann kann ich hier unterschiedliche Tiere nachlesen. Die Naturinformation. Zum Beispiel, wie viele Säugetiere kennen wir? Hier ist also die Liste aller Säugetiere. Und hier ist auch die ganze natürliche Information über die Information der Substanz, der Natur. Und dann könnt ihr hier runter scrollen und seht, was ist die Empfindung genau dieses Säugetiers. Also lasst uns nach unten gehen und hier finden wir die Ausdrücke des Patienten. Was ist das Hauptthema von Lac defloratum? Jetzt kommt der Teil, den wir haben. Wir haben also den natürlichen Teil der Information, die Empfindung des Säugetiers, die Empfindung des Tieres an sich. Und dann werden da noch Fälle und Prüfungen sein und eine Differenzierung. Und alle Informationen, die wir brauchen, um zu verschreiben. Wie verstehen wir das? Wie ist das Miasma da drin? Wie kann man das differenzieren? Was sind die Schlüsselworte? Alle Informationen nach und nach gegeben. Hier sind aber nicht nur die Säugetiere, hier sind aber auch die Krustentiere, die Mollusken, die Insekten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie viele Insekten wir überhaupt kennen in der Materia Medica. Wie viele Schmetterlinge, so viele. Die ganze Empfindungsinformation der Tiere ist hier gefunden. Wie viele Vögel? Lass uns sehen, wie viele Vögel haben wir tatsächlich. Seht ihr? Das sind die Arzneimittel, die erhältlich sind und das sind alle Prüfungen. Wir kennen meistens nur den Falken und den Adler. Aber wenn ihr die Liste hier seht, die ist riesig. Das gleiche gilt für die Pflanzen. Dr. Rajans ursprüngliche Arbeit begann mit den Pflanzenfamilien. Aber was wir jetzt auch kennen, ist die Idee der Unterklassen und der Überklassen. Dr. Rajan arbeitet an diesen Ideen, aber mit der nächsten Aktualisierung, da könnt ihr auch eine Analyse mit den Superklassen und den Unterklassen stattfinden lassen. Ihr könnt jede Familie nachlesen. Ihr könnt auch lesen, was sind die Worte in jeder Familie, wie zum Beispiel in Anacardia zählen. Welches ist die Empfindung dabei? Welches Miasma zieht sich durch die Familie? Was ist die Empfindung? Für jedes Mittel. Und jedes einzelne Mittel kann auch nachgelesen werden. Dasselbe kann man natürlich im Mineralreich machen. Jede Reihe, jede Spalte oder jedes Element. Einfach darauf klicken, zum Beispiel Reihe 3. Dann kann ich Reihe 3 nachlesen. Oder ich möchte wissen, was Silicea genau ist. Da ist Informationen über Silicea. Dasselbe mit Nosoden, mit Zirkonen. Unterschiedliche Naturreiche, so wie Miasmen, Imponderabilien, Fälle. Ihr könnt auch was weiteres hier noch studieren, und zwar es ist einfach ein visueller, es ist ein anderer Weg, das Ganze zu sehen und zu studieren. Wenn ich hier auf Pflanzen klicke, dann kann man die Analyse aufgrund bestimmter Familien
stattfinden lassen, zum Beispiel Conquest als botanisches System und was ist darin die weitere Gruppe, die Ranunculaceae und so weiter. Und so kann man den Fall zusammenfassen oder limitieren auf eine bestimmte Gruppe. Zum Beispiel können wir auch die Minerale betrachten, unterschiedliche Ansätze zu den Mineralen, Scholten traditionell mit Lanthaniden, Morrisons Carbon, Rajans Spalten, Rajans Reihen. Oder ihr könnt sehen, dasselbe für die Tiere, dasselbe für die Miasmen, für die Pilze. Auf diese Weise könnt ihr das animalische Reich studieren. All das wird hier gezeigt. Ihr könnt da einfach draufklicken und dann weitergehen. Eine Minute noch würde ich gerne benutzen. Das ist außerdem die Möglichkeit, sich zu verbinden. Seht, die Philosophie dahinter ist, dass die Software für die Gemeinschaft sein soll, sodass die Gemeinschaft gemeinsam wachsen kann und arbeiten kann. Wenn ihr Fälle habt, die ihr mit anderen teilen wollt oder auch aus der Erfahrung der anderen lernen wollt. Ich kann hier also studieren, wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich zur Hope-Website gehen und Videos anschauen über eine bestimmte Art von Gruppe oder ein Mittel. Oder ich kann mich mit dem Forum verbinden auf der Internetseite und andere Homöopathen fragen. Oder ich kann einen Mentor befragen, einen Lehrer finden. Und in der Zukunft wird da auch eine mobile Version sein fürs Tablet oder für das Telefon mit einer Cloud-basierten Version. Das ist mal in Kürze alles über SHS. Ich denke, das hat sehr viele Fragen beantwortet, auch über Vital Quest. Aber wenn es noch irgendwas gibt, bitte fragt.